Ja, ich werde häufig gefragt, Carsten, welche Gerüstfarbe favorisierst du? Wie kommst du möglichst schnell zu deinem gewünschten Ziel? Also das ist eine Frage, damit könnte man ganze Kongresse und Bücher und Lektüre füllen. Ja, das ist so vielseitig. Aber ich möchte versuchen, diese Frage möglichst einfach und erlernbar zu beantworten. Wir haben heutzutage vielfältige Farben im Bereich des Zirkonoxid und Lithiumdisilikat. Und natürlich, wann immer die farbtragende Basis, der Unterbau, schon in die Richtung unserer Zielfarbe geht, ist es immer leichter und natürlich auch schneller das Ziel erreicht. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch auf weißem Untergrund funktioniert oder auf einfarbigen Zirkon. Also hier ist das Konzept so, dass alle Untergründe bedient werden können. Aber ich will es noch einmal zusammenfassen, wenn der farbliche Untergrund schon in die richtige Richtung geht, dann bin ich extrem schnell dabei,